إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Warum wird das zweimal erwähnt? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Warum hat er das zweimal erwähnt? Der Prophet, wenn wir uns das vor Augen halten und dann den Hadith hören, der Prophet sagte zu diesem Vers, in Bezug auf diese zwei Verse, er sagte, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. Die Schwierigkeit wird nicht zwei Erleichterungen überwältigen. Also, was möchte er damit sagen? Folgendes noch, das hilft vielleicht ein bisschen. Hört euch mal diese Wortlaute genau an. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Das Wort الْعُسْرِ ist zweimal bestimmt. أَلْ mit Artikel. Zweimal mit Artikel. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْعُسْرِ يُسْرًا. Yusr, unbestimmt. Vers Nummer 2. Inna ma'al usri, nochmal, bestimmt. Yusran, unbestimmt. Al-Usr, die Schwierigkeit, Erschwernis, ist zweimal bestimmt. Al-Yusr ist zweimal unbestimmt. Die in der arabischen Sprachregel gilt Folgendes. Folgendes. Wenn ein Wort wiederholt wird, und zweimal bestimmt ist, dann ist das Zweite das Erste. Das Zweite ist das Erste selbst. Wenn es zweimal erwähnt wird, unbestimmt, dann sind es zwei verschiedene Dinge. Ein Beispiel aus der Surah Al-Muzzammil. Allah Ta'ala sagt, Inna arsalna ilaykum rasulan. Rasulan. Unbestimmt. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Nochmal, zweimal unbestimmt. Ich übersetze einfach bis hierhin. Allah Ta'ala sagt, und wir haben zu euch, wer ist hier gemeint, die Leute um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, einen Gesandten geschickt. So wie wir zu Pharaon einen Gesandten geschickt haben. Ist es zweimal der gleiche? Zweimal unterschiedliche Gesandte, ne? Ja. Jetzt nicht aus historischer Perspektive betrachtet, ist ja logisch, aber linguistisch gesehen kann es nicht der gleiche sein. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ. Doch war Pharaon dem Rasul ungehorsam. Hier wird das Wort Rasul dreimal verwendet. Zweimal bestimmt, unbestimmt, einmal bestimmt. Der Bestimmte ist der vorher genannt wurde. Die zwei Unbestimmten sind zwei verschiedene. Und jetzt schaut euch das nochmal an. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Es ist also zweimal der Schwierigkeit, aber es ist zweimal die gleiche. Und der Yusr ist zweimal unbestimmt, es sind zwei verschiedene Formen des Yusr. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. Eine Schwierigkeit wird nicht zwei Erleichterungen überwältigen. Versteht ihr? Und mit den zwei Erleichterungen ist die Erleichterung in der Dunya und in der Akhira gemeint. Tamam? الْيُسْرُ فِي الدُّنْيَا وَالْيُسْرُ فِي الْأَخِرَ. Das heißt, wenn Schwierigkeiten der Dunya kommt und die Erleichterung sozusagen überwältigt wurde, dann ist aber noch eine Erleichterung da, die nicht mehr überwältigt werden kann. Das ist unter anderem mit dieser Aussage in diesem Vers gemeint. Da stellt sich aber die Frage, inwiefern ist das zu vereinbaren mit der Aussage Allah Ta'alas,
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Der Vers inna ma'al usr yusra sagt aus, dass es Schwierigkeiten, Erschwernisse gibt. Es gibt sie. Aber der Vers hier sagt, yuridullahu bikum al-yusr. Allah möchte euch Erleichterung und keine Erschwernis. Naam, hier ist gemeint im Bezug, im Kontext auf die religiösen Gesetze. Sie sollen nicht belastend sein. Sie sind nicht belastend. Das heißt, sie sind im Rahmen der Möglichkeit, der menschlichen Möglichkeit. Tamam? Mhm. Naam. Tayyib. Ma'a in diesem Hadith drückt auch Folgendes aus. Er sagt ja, inna ma'a al-usri yusra, al-nasr ma'a al-sabr, al-faraj ma'a al-karb. Das Ende der Bedrängnis, das Ende der Erschwernis ist immer der Anfang der Erleichterung.